Es gibt mal wieder eine neue Waffe zum Testen, aber die machen wir dann im nächsten Part. Und zwar machen wir heute was ganz anderes, was es eigentlich schon längst geben müsste, aber ich jetzt auf die Idee gekommen bin. Und zwar machen wir heute den Salmon Run. Endlich wurde es mal Zeit. Okay, bis jetzt waren es jetzt zwar nur 9 Parts draußen, aber ich wollte den Salmon Run eigentlich schon bei Zeiten schon eher zeigen, aber naja, wenigstens ist es endlich Zeit dafür und ja, let's go! Hey, du, sag mal, wie würde es dir gefallen, die Zukunft von Inkopolis mit zu gestalten? Willkommen bei der Bär GmbH. Kannst mich Herr Bär nennen. Hier bei der Bär GmbH arbeiten wir daran, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dafür brauchen wir Leute wie dich. Es ist zwar ein gerätenharter Job, aber wer gut arbeitet, wird auch gut bezahlt. Worum es bei dem Job geht? Das nächste Bullshit wird gleich, also los geht's. Probieren geht über Studieren, sage ich immer. Ja, dann fangen wir mal an. Bist du dir wirklich sicher? Dieser Job erscheint mir leicht dubios. Lassen wir es einfach beginnen. Und hier sind wir schon im Salmoniden-Damm. Sieht ganz nice aus. Grundkurs, die Grundlagen für den Erfolg. Sperr die Lausche auf. Aus dem Wasser kommen Salmoniden. Erledige sie mit einer Tinte und sie rücken Fischeier heraus. Es ist die Pflicht eines jeden Arbeiters, möglichst viele Fischeier zu sammeln. Und es geht wahrscheinlich jetzt schon los. Genug ausgeruht. Hol dir die Salmoniten. Und wo sind die bitte schön? Okay, hier ist wenigstens schon einer. Okay. Genau. Und von diesen Fischeiern sammelst du so viele du kannst. Zurück an die Arbeit. Schön die Salmoniten aufspüren. Ja klar, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich mache ja schon mein Ding. Ist irgendwie. Wenn Inklinge arbeiten, das ist irgendwie voll komisch, weil die sind ja minderjährig. Das ist ein bisschen komisch. Aber okay. Gute Arbeit. Du schaffst es bestimmt mal ins mittlere Management. Was ich aber wirklich brauche, sind die Goldfischeier der Boss-Salmoniden. Na so ein Glück. Prompt ist ein Boss-Salmonid aufgetaucht. Schnapp ihn dir. Wo ist er bitte schön? Wo kann ich stehen? Finden? Ach, hier vorne. Soll das ja sein? Das ist irgend so ein Goldner. Okay. Er hat Goldfischeier hinterlassen. Berühre eines davon, um es aufzuheben. Das Wichtigste ist, genug Goldfischeier zu sammeln, damit die Quote erfüllt wird. Ah, okay. So, hol das Goldfischei. Oh, du hast schon ein Goldfischei. Du bist schnell, das gefällt mir. Alle Goldfischeier sollten direkt zum Kopf gebracht werden. Ja, das mache ich mit dem höchsten Vergnügen schon. Eins von drei haben wir schon. Das war jetzt ein Ei. Die Quote liegt bei 3. Also brauchst du noch 2. Hast dich ein bisschen gereimt irgendwie, oder? Geh einfach zurück und hol die übrigen Fischeier. Hey! Ja, was soll denn das? Das sind unsere Goldfischeier. Du dreister Dieb. Na toll. Dieser Salmonid holt doch glatt die Goldfischeier zurück. Du Dieb! Ja, wahrscheinlich. Gönn dir, ne? Harte Arbeit, aber ja. Dieser dreiste Dieb! Erledige ihn beim nächsten Mal, bevor das Wasser erreicht. Na gut, dann schau mal, ob du noch ein Goldfischei findest. Hä? Anscheinend ruft einer deiner Kollegen nach dir. Geh mal nachschauen. Ja, mach ich. Ist ja gut, mach ich ja schon. Was machst du hier? Kommunikation mit deinen Kollegen ist sehr wichtig bei dieser Arbeit. Ja, klar, ne? Hoppla, da hat's wen erwischt. Aber mit ein bisschen Tinte wird das schon wieder.
Und warum kann ich keinen Supersprung ausführen? Was soll denn der Mist? Ich komme ja schon. Okay. Hilft einen Kollegen, denn wenn ihr alle K.O. seid, dann war's das. Drücke Steuerkreuz nach oben, um je nach Situation entweder deine Kollegen zu rufen oder um Hilfe zu erbitten. Ja, die üblichen Aussagen. Jetzt bring auch dieses Goldfisch all zurück zum Korb. Mach ich schon, kein Stress. Alles okay. Da sind jetzt zwei Goldfischeier. Nur noch eines und die Quote ist erfüllt. Du hast keine Zeit zu verschwenden. Erfülle dir die Quote vor Ablauf der Zeit. Ja. Begrenzung auch noch. Ist doch schön. Kappa. Okay, gut, dann. Eins haben wir noch. Und dann haben wir die Quote soweit geschafft, aber immer noch die erste Welle, komischerweise. Gut, da haben wir schon mal die Quote erfüllt. Drei Goldfischeier. Damit ist die Quote erfüllt. Ganz brauchbar, würde ich sagen. Jetzt musst du nur noch den Rest der Schicht überstehen. Wenn du dabei mehr Goldfischeier sammelst, umso besser. Mit dem vollsten Vergnügen machen wir das. Ja. Zurück mit... hallo! Okay, gut, das war ein bisschen knapp. Aber ich habe sogar noch hinbekommen. Jetzt muss ich schnell zurückschwimmen. Nein! Verdammt! Okay, Bossalmoni, das ist auch wieder da. Schön. Aber wo ist denn der? Oder haben wir zwar erfüllt oder so, aber trotzdem. Ach so, hier wieder so ein Gold noch. Hier wird nichts geklaut. Hä? Ach ja, ich habe dir noch zwei Spezialbeutel bereitgestellt. Nutze sie weise. Ah, hier die Ultis, die man zweimal einsetzen kann und sogar schon voll sind. Nein! Klauen ist hier nicht. Es ist nicht erstattet. Verdammt. Es geht schnell. Ah, vielleicht kriege ich es noch hin. Aber so wie es aussieht, nee. Kriege ich es noch hin vielleicht? Nee, kriege ich nicht. Scheiße. Ach Mann. Aber wenigstens haben wir ja die Quote erfüllt. Und das ist eigentlich auch noch alles okay. Wunderbar. Waren das jetzt schon die Grundlagen oder was? Es ging etwas schnell. Ja, wunderbar. Lief doch eigentlich sogar ganz gut für den Anfang. Was war jetzt so das Tutorial eher? Aber wie gesagt, für den Anfang eigentlich ganz okay. 6 Punkte. Du hast es ja in einem Stück zurückgeschafft. Nicht übel. Ich glaube, dich könnte ich jetzt überall einsetzen. Aber ein bisschen Übung muss schon sein. Ich kann dich ja schlecht mitten reinwerfen. Am Ende klemmst du dir noch die Tentakeln ein oder so. Also, auf Seite 38 des Jobhandbuchs. Ach, weißt du was? Das nächste Boot legt gleich ab. Am besten lernt man schwimmen im Wasser. Blödes Beispiel für den Inkling, ich weiß. Jedenfalls lernst du am besten anhand von praktischen Beispielen. Also los. Machen wir gerne. Wir gehen direkt weiter in der Fortbildung. Wir steigern die Produktivität. Okay. Machen wir direkt weiter. Wir haben noch nicht mal 10 Minuten. Also von daher. Machen wir einfach nochmal. Für die Länge. Nochmal mit Salmonitendamm. Okay. Vielleicht für den Anfang noch so irgendwie halt so in Art. Wieder mit dem Klickser. Ne. Fortbildung. Wir steigern die Produktivität. Der liebliche Boss-Salmonit vom letzten Mal war nur eine von insgesamt 8 Varianten. Dieses Mal erkläre ich dir was zu den restlichen 7 Arten von Boss-Salmoniten. Boss-Salmoniten Bam. Julian Bam. Hihi. Dieses Biest wirft Bomben und ist auch noch gepanzert mit Tinte. Kommst du ihm also nicht bei?
Ziel auf die Bombe an seinem Kopf. Während sie wächst, mit etwas Glück explodiert sie und BAM, das war's. Wird hier wahrscheinlich jetzt auch gleich auftauchen, ne? Wo ist der? Zeig dich! Hä? Bin ich irgendwie blind oder was? Oder? Ach, da hinten, ja, kommen wir nach hinten, ne? Also Bombe an dem Kopf treffen. Ah, fuck, das war jetzt nichts. Ja, was hat die für eine Explosionsreichweite? Krieg ich jetzt hin? Nein, natürlich nicht, weil ich so doof bin dafür. Jetzt vielleicht. Ja, okay, gut. Sehr schön. Das ist natürlich wieder ins Körbchen rein. Okay. Boss Salmonid Stahl. Ein aalähnliches Vehikel, das von einem Salmoniden gesteuert wird. Ist kein Spaß, wenn du da reinrennst. Der Pilot sitzt am Ende, geht dem Biest aus dem Weg und knöpft ihn dir vor. Aber natürlich. Ach, da ist er ja schon. Okay, sieht etwas komisch aus. Auf jeden Fall müssen wir hier diesen Salmoniden dafür entledigen. Okay. Das wird ja wunderbarer Spaß dann, ey. Ach, der Scheiße. Okay. Boss Salmonid Pandit. Was für ein Name. Diese Salmoniden sind durch einen Panzer aus Fallen geschützt. Ein Panzer? Frontalangriffe bringen jedenfalls nichts. Aber wenn du das stetig angreifst, verliert er einen Schwung und du kannst auf die Schwachstelle an seinem Rücken zielen. Hört's doch gut an. Wenn er einfach zu bekämpfen ist. Ach, da ist er schon. Schön nach hinten angreifen. Was bringt das, wenn ich mal trotzdem vorne angreife? Okay, dann ist das so oder so kurz im Stillstand wahrscheinlich. Und dann hat man die Chance, von hinten halt anzugreifen. Dauert zwar ein kleines bisschen länger, aber es geht eigentlich. Gut, was kommt als nächstes? Stapler. Dieser Salmonid sitzt auf seinem Turm und greift vom Ufer aus mit Tintenstrahlen an. Mach ihn ein paar Töpfe kürzer, wenn sie alle weg sind, hat sich das Problem erledigt. Ach, da ist er schon. Sieht ja interessant aus, das Teil. Einfach nur hier. Mach ihn ein paar Töpfe kürzer, wenn sie alle weg sind, hat sich das Problem erledigt. So, greift dann mit so einem Strahl an. Wie beim Hochdruckverunreiniger oder wie ich es nenne, Feuerlöscher. Oder beim englischen Namen einfach nur Stingray. Bring das Goldfisch Ei zum Korb. Na, selbstverständlich. Und was haben wir noch im Angebot? Krablachs. Dieser Salmonid verfolgt seine Beute in Tinte getarnt und springt plötzlich hervor, um sie mit einem Haps zu verschlingen. Er legt einfach eine Bombe an die Stelle, an der der Krablachs auftauchen wird. Dann hat er was zu kauen und du noch alle Tentakel. Wunderbar. Wie kommt der an? Okay, der kommt ein bisschen komisch an. Geht ein bisschen schneller. Ich hab nicht getroffen. Ey, krieg ich das mal gebacken oder so? Jetzt vielleicht. Gut, dankeschön. Ah, wunderbar. War sogar recht einfach. Ich bin ein kleines bisschen dumm angestellt, aber es ging eigentlich. Wie viel kommt denn jetzt überhaupt noch? Regnar, okay. Diese kleine Nervensäge feuert Geschosse in den Himmel, die Tinte regnen lassen. Sein Schirm schützt ihn vor Angriffen. Schnapp ihn dir, wenn er hinter dem Schirm hervorlinst. Du kannst auch seine Geschosse treffen, um sie zurückzuschleudern. Okay, der hat einen Regenschirm bei sich. Okay, deswegen auch den Namen Regner, wegen Regen, Regenschirm, was das ist alles. Ach, der Wolke hat auch noch zu bieten. Ach, der Kacke. Okay. Aber bis jetzt... Ganz okay. Und als nächstes haben wir den Boss Salmoniden Rag. Zack. Dieser Salmonid fliegt herum und fährt mit Schwammraketen. Aber mit Bomben in seinem Raketenwerfern machst du den Spuk schnell ein Ende. Wo ist er auffindbar? Der Kollege. Ach, hier vorne gleich. Okay. Bei ihm ist man jetzt halt die Bomben halt da reinwerfen. Okay, ich habe sogar noch getroffen. Gut. Wunderbar.
Ja, natürlich wird er hier Goldfisch-Eier, aber jeweils halt nur ein. Warum auch immer. Aber okay. Haben wir schon mal. So, das war's dann. Dein Training ist abgeschlossen. Komplett oder kommt da noch was? Okay. Weiteres der Teufel haben wir somit auch bestanden. Kommt da jetzt noch was oder war es das jetzt? Das wüsste ich jetzt gerne. Danke, ich bin jetzt Praktikant geworden. Für das Tutorial. Wir haben ein paar Punkte nochmal verdient. Das hat zwar nicht viel gebracht, aber okay. Schön, dich wiederzusehen. Ich würde sagen, deine Ausbildung ist abgeschlossen. Ab jetzt schließt du dich mit anderen zusammen und sammelst Goldfisch-Eier. Wie, mehr Training? Was meinst du? Was fehlt denn noch? Jede Welle ist anders, so ist das Meer. Alles kann sich jederzeit ändern. Darauf bereiten dich kein Training und keine Ausbildung vor. Vielleicht kann ich dich deshalb selbst nicht vom Meer lassen. So, dann los. Jetzt wird's ernst. Viel Glück. Ja, das machen wir dann eventuell ein anderes Mal. Aber ich will das nicht so spalten, wie es manche YouTuber machen oder so. Das ist irgendwie ein bisschen komisch oder so, dass es alles eins ist. Es wird mit integriert in diese Online-Phase, wenn man es so nennen kann. Aber dann würde ich sagen, Tutorial war ganz nice. Momentan haben wir die Siedlungsruine. Ist an einem Update mit dazugekommen. Vorher im lokalen Modus, was so dumm war. Aber jetzt haben wir es endlich mal in der Public-Variante. Mit den verfügbaren Waffen, die gerade momentan sind, ist es... Yeah. Aber okay. Hoffe, es hat euch dieser Online-Part gefallen. Diesmal nur im Salmon Run. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Macht's gut.